Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden 2. So, wird Zeit, um schlafen zu gehen. Theoretisch wird es auch Zeit, um Ridley zu retten, aber nein, wir werden wohl erstmal... Oh, bin ich sogar auf Ebene 5 am Pennen oder was? Ich bin auf Ebene 5, nicht mal 4. Ha. Ganz oben muss man nur den ganzen Turm anzünden und schon habe ich keinen Weg mehr hier raus. Ha! Das geschieht dir recht. Deine Freunde sind fortgelaufen und haben dich verlassen. Wenn du mein Leben mit dem Überleben der Death Armee aufwiegst, war es die logische Entscheidung. Ganz egal, früher oder später werde ich die Death Armee vor meinen Augen zermalmt sehen. Komi wird vor mir niederknien, wie es sich für eine wertlose Promenadenmischung wie ihn geziemt. Die Death Armee wird nicht besiegt. Lord Komi wird niemals von jemandem wie dir besiegt werden. Bah, bringt ihn fort. Ich werde seinen Kopf neben den Kopf von Komi aufgereiht sehen. So, wir haben also Radat besiegt. Als nächstes ist South Window dran, nicht wahr? Mit Truppen in so großer Überzahl brauchen wir keine Strategie. Die nächste Schlacht wird die Entscheidung bringen. Wir haben einen neuen, schlauen, jungen General, also kein Grund zur Sorge. Wer ist der Mann? Er ist stark, aber wo hast du ihn gefunden? Ich kenne ihn von früher und dachte, dass seine Stärke Lord Luca nutzen könnte. Darum warb ich ihn an. Seine Abstammung kümmert mich nicht. Ein Schwert braucht keine hochklassigen Vorfahren. Es muss nur scharf sein. Yeah. Es muss nur einen Apfel schälen können. Dann ist alles gut. Komi, es ist morgen. Hilfe. Wo ist mein Harem, wenn ich ihn mal brauche? Naja, Ebene 2. Hey, ich habe auf dich gewartet, Komi. Ohne unseren Anführer können wir nichts erreichen. Tja. Lord Komi, ich möchte dir unsere Strategie erläutern. Ja, ich möchte sie auch hören, diese Strategie für unseren Erfolg. Wir können 50.000 Soldaten aus Highland nicht mit einer Armee von lediglich 20.000 Soldaten besiegen. Hey, hey, das kann doch nicht wahr sein! Immer mit der Ruhe. Wir können nicht gewinnen, ohne sie zu besiegen. Unser einziges Ziel muss es sein, den Kopf von Luca Blight abzuschlagen. Wenn wir Luca töten könnten, wird Prinzessin Jillia seine Nachfolgerin auf dem Thron von Highland. Dann könnten wir endlich einen stabilen Friedensvertrag schließen. Hier ist der Plan. Komi, Theresa, Flick, Victor, Valeria und Luke warten mit ihren Truppen in den vorgesehenen Hinterhaltpositionen. Lord Komi und Lord Kiba konzentrieren sich auf die Haupteinheit der Armee von Highland. Sie befreien Lord Ridley und stellen sich dann Luca Blight im direkten Kampf. Ich weiß nicht, ob ich selbst Lord Luca besiegen kann. Das brauchst du nicht. Wenn Luca auftaucht, möchte ich, dass du einen Rückzug vorspiegelst. Vorspiegelst? Ah ja. Und ihn in unseren Hinterhalt lockst. Wir können 50.000 Soldaten nicht besiegen. Aber wenn wir ihren General mit unseren 20.000 Mann einkesseln, gehört uns der Sieg. Ich habe verstanden. Du gehst davon aus, dass Luca Blight Keeper verfolgen wird, wie der Teufel die arme Seele, was? Vater, bitte sei vorsichtig. Ja. Lord Komi, wenn du bereit bist, gib bitte das Signal zum Vormarsch. Okay. Rücken wir vor. General Kiba wird zählen auf dich, also Apple ruft Chaco. Ruft Chaco. Chaco Number 9. Alle Einheiten melden, dass die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Lord Komi, bis General Kiba kommt, solltest du keine unnötigen Bewegungen durchführen. Das kann ich. Verräter, du schließt dich dem Feind an und erhebst ein Schwert gegen mich. Du beschmutzt den königlichen Namen der Familie Blight. Wie kannst du es wagen? Du hast deinen eigenen König ermordet und wagst es immer noch so zu reden? Er war mein wirklicher Herr, du kleiner Bastard! Du! Du! Ich bin gekommen, um dich zu beleidigen und dann, um wegzulaufen.
Na, 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 na. Ich bin sehr gut, ne? Ich bin so gut, man könnte fast meinen, das macht ein PC. Könnte man meinen. Aber ich bin halt einfach zu gut. Ich bin so schnell. Ich kann hier Bewegungen durchführen. Okay, gib das Signal. Lord Commie, dein Ziel ist Nuka Blight. Ja, cool. Und warum hörst du dann direkt wieder auf? Apple, du machst das schon. Nein, 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 nein. Also, sie haben, ich glaube, einen getroffen. Klang zumindest so. Kriegt da immer noch echt ein. Es geht mir so auf Keks, wie da nie irgendetwas trifft, ne? Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Schlachten im ersten Teil tatsächlich deutlich besser waren. So, das ist also die Death Armee. Upsa. Du glaubst, dass du den Kopf des großen Nuka Blight mit einer solch kümmerlichen Armee bekommen kannst? Ausweichen. Yay. Sehr gut ausgewichen. Schwerer Schlag für die Armee. Ja. Das Traurige sozusagen ist ja tatsächlich, dass sich im Großen und Ganzen es sich am meisten nur lohnt, wir werden deine Tyrannei nicht länger ertragen. Den Computer machen zu lassen, was er will. Wow. Wie immer, ich bin echt begeistert, wie viele Pfeile tatsächlich am Ende ihr Ziel finden. Na, also, ich brauche eigentlich gar nichts großartig machen. Das ist ein bisschen irritierend, aber was soll's. Das Spiel war so, ja, wir könnten Taktik, könnten wir machen, aber eigentlich, ne, interessiert Taktik sowieso keinen, also, ne. Naja, wenigstens ein Messer. Ich bin hier, Lord Luca. Oh, den kennen wir auch noch. Du kommst spät, was hast du gemacht? Vergib mir, mein Lord, es gab einige Probleme im Hauptquartier. Ich bin hier, um Lord Luca zu unterstützen. Oh, Juba ist nicht gut. Wow. Läuft er darauf hinaus, dass unter Umständen Fleck gleich drauf geht. Gar nicht gut, gar nicht gut. Du kannst deine Millionen Maden sammeln, aber sie sind immer nur Maden. Ah, das ist alles nicht gut. Definitiv nicht. Aber ne, was soll ich über dieses gesamte Gekämpfe noch sagen? Wie gesagt, die meiste Zeit passiert irgendwie gar nichts. Außer dass wir verlieren. Vielleicht kann ich bald mein Versprechen erfüllen. Ah, wir begegnen uns wieder. Schon wieder du. Wer bist du? In welchem Verhältnis stehst du zu mir? Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Vielleicht findest du es eines Tages heraus, obwohl du die Antwort möglicherweise nicht magst. Aber es ist jetzt wichtiger. Was? Wahre Rune des Windes, sammle die Kraft der Windsylphen. Was ist das denn? Werde eine Klinge, die die Erde durchschneiden kann, vernichte alle Feinde. Nein, wie konnte meine wahre Rune mich im Stich lassen?
Ah, nice. Uff, ich habe endlich mein Versprechen erfüllt, aber er ist fortgelaufen. Bah! Naja, das ist zumindest gut. Ist nicht ganz so viel bösartige, doofe Menschen, die mir auf den Senkel gehen können. Wenn ich von hier aus heile, wie viele Leute treffe ich damit? Nicht genug. Also muss Victor zumindest hier nach unten. Dann können wir hier hingehen und die Rune benutzen, um zumindest Flicky zu heilen. Das war gar nicht Flicky, aber ist auch egal. Kannst du noch irgendwas Cooles? Nein. Kann ja nur schief gehen. Sag ich ja. Aber sie löschen sich beide gegenseitig aus. Großartig. Eigentlich wollte ich hier nicht sterben. Tja. Das müsste allerdings auch okay sein. Ich meine, das klingt anders, wenn jemand wirklich komplett ne macht. Aber ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich das sehe. Jedes Mal. Da lebt noch einer. Das zählt aber als tot, oder? Gut. Das hätte mich jetzt doch ein bisschen frustriert, wenn ein Pony in dem Kampf noch überlebt hätte. Und deswegen hätte es dann gehießen, ja, nee, der hat leider überlebt. Also diese Gruppe hat noch leider überlebt. Alles nicht gut hier. Alles nicht gut. So überhaupt nicht. Blut, Blut! Wie ich nach Blut dürste. Ich werde jeden einzelnen von den Schweinen persönlich abschlachten. Ich bleibe dabei, ich hasse Schlachten. Also. In zwei mochte ich sie irgendwie. In eins mochte ich sie irgendwie, in zwei irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie 90% der Zeit passiert nichts. Dann kann es mal passieren, dass halt wirklich super schnell irgendwie alles den Bach runtergeht. Aber. Naja. Wow, so viele Bögen, so viele Pfeile und es passiert nichts. Das ist sehr aufregend, super spannend. Ja, Valeria auch erledigt. Wuhu. Ich habe es bis hierher geschafft. Ja, das hast du. Und dann bist du gestorben. Also, ne, es ist. Was soll ich dazu sagen? Wenn jetzt zum Beispiel, sobald ich das Ding hier verlasse und es kommt raus, dass eine tatsächlich, also zum Beispiel Valeria jetzt tatsächlich komplett tot ist, dann muss ich den ganzen Scheiß auch nochmal machen, ne? Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was ich immer davon halten soll. Ja, komm, greif mal Luca an. Mal gucken, was passiert. Nichts Gutes. Schockiert mich jetzt nicht sonderlich, aber. Es ist so zum Katzen, sich das anzugucken. Können wir Juba umbringen? Ich meine, Victor war gar nicht mal schlecht. Ausweichen ist auch noch gut. Naja, wir können auch Juba nicht umbringen, weil keiner. Ist ja echt witzig, ne?
ist unglaublich witzig anzugucken, wie so gar nichts passiert. Die ganze. Ich weiß nicht mal, wofür diese Zahlen stehen sollen, weil am Ende des Tages passiert einfach gar nichts. Aber das ist auch nicht gut. Das. Jetzt habe ich mit meinem einen Angriff dafür gesorgt, dass wir tatsächlich verlieren. Sieht man das auch mal. Aber. Gibt's irgendwen, der wirklich sich hier hinsetzt und sagt, das ist so interessant anzugucken, wie im Prinzip nichts passiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl, das. Ja, gut, das haben wir schon mal gesehen, als ich gegen die Ratte gestorben bin. Ich weiß auch nicht, also. Ich habe mich noch nie so genervt oder gelangweilt gefühlt im ersten Teil in diesen Schlachten. Da war dann eher die Anspannung groß, weil man dann nie wusste, kann ich dagegen jetzt gewinnen oder nicht. Ah, jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen, bis gleich. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt einfach weitergeht, ohne dass wir das ganze andere Gelöse gesehen haben, aber Flick kam rein, benutzt einen Feuerspeer, Luca so uff und ne. Gib auf, Luca, bleib, du kannst nicht entkommen. Es ist völlig bedeutungslos, wie viele Leute du gegen mich gesammelt hast. Kami. Verdammt! Ich! Ich wusste es. Ihr Narren habt geglaubt, dass ihr mir den Kopf abschlagen könnt. Denk immer daran, Kami. Du warst nicht einmal in der Lage, Luca Blight zu verletzen. Das stimmt nicht. Da war ein Schwert drin. Sogar mit all unserer Planung waren wir nicht in der Lage, Luca Blight zu stoppen. Ich hätte niemals gedacht, dass Muskeln das Gehirn besiegen können. Lord Kami, die Situation ist zu gefährlich geworden. Wir müssen uns zurückziehen. Wow. Also das gesamte andere Gedöse, dass Sarasai da auftauchte, dass Luke da dieses Ding da macht und hast nicht gesehen, ist nicht passiert. Da sieht man mal, wie extrem anders diese ganzen Sachen passieren können irgendwie. Uff, wir sind endlich damit fertig geworden, die Verwundeten zu versorgen. Wir besorgen mal ein paar Verwundete. Es gab nicht so viele Tote, wie ich dachte. Eigentlich gab es gar keine, das war das Interessante daran. Es ist wirklich hart. Aber wir wussten nicht, dass die Strategie von Lord Shu. Was sollten wir tun? Nein, wir tritt der Gruppe bei. Yay. Naja, muss ich jedenfalls den Mist nie wieder machen. Und damit belasse ich es jetzt, weil der nächste Teil ist der sehr, sehr gefährliche Teil. Aber. Ja. Es ist sehr merkwürdig, wie das jetzt gerade dann vonstatten ging. Von daher. Ich hoffe, ich mache damit nichts. Also ich habe das Gefühl, dieses LP läuft so komplett aus dem Ruder. Ich glaube, ich habe damals einen anderen Guide benutzt. Und vielleicht habe ich auch gar keinen Guide benutzt. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht an so viel Französisch und Englisch und hast nicht gesehen erinnern. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber okay. Bis zum nächsten Mal.